Ansonsten können wir erstmal kurz hier so ein bisschen Stuff einsammeln, dann kann ich direkt weiterfahren. Ich glaube, wir sind ja auch ganz in der Nähe von diesen Pulsardingern. Sind die schon fertig? Tatsache. Wobei hier ja auch noch eine Insel war. Die würde ich vielleicht vorher noch mitnehmen. Wir haben echt viele Sonnenblumensamen. Aber ich will dieses Jahr auch unbedingt Sonnenblumen anpflanzen. Es ist nur so kacke. Kuro, wo ich dich gerade, wo du gerade da bist. Es gibt nicht zufällig, ich glaube es nicht, aber ich frage einfach mal. Es gibt nicht zufällig Sonnenblumen, die winterhart sind, also Stauden. Ich glaube es nämlich nicht, was ich immer echt traurig finde. Deswegen bin ich immer so, ich liebe Sonnenblumen, aber ich muss die halt jedes Jahr einfach neu anpflanzen, weil die nicht winterhart sind. Kartoffelsamen. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Eisenerz. Na, dir kommt auch nichts in den Sinn. Hätte mich auch gewundert, aber vielleicht hast du irgendwie, keine Ahnung, die super secret Insider-Infos. Ich habe keine Ahnung. Das ist übrigens super praktisch. Generell, wenn man, ich sag mal, in gewisser Weise viele Kontakte hat, wenn ich euch jetzt mal als Kontakte so zählen darf, wenn ich jetzt weiß, okay, Kuro kennt sich mit Pflanzen aus, das heißt, da kann ich halt potenziell mal fragen oder wenn ich jetzt weiß, okay, Woggle mag das und das Spiel total gerne, dann kann ich danach fragen, wenn ich irgendwie was wissen möchte oder keine Ahnung, wenn ich Fragen zu Kunst habe oder so, dann kann ich zu Sophie gehen oder wie auch immer. Ne, das ist halt schon ganz praktisch. Was ist dir aufgefallen? Deine Ausstellung. Ich habe nie die Einzelheiten darüber erzählt. Oh no! Wie dir ja bereits bewusst ist. Mhm, Ausstellung, mhm, mein Beruf, ja, aber Berufung finde ich besser. Aber jede einzelne in Museen und überhaupt. Und das war alles ganz, ganz toll. Mhm, ja, Live-Performances. Was niederträchtig, begriffsstutzig, Politiker, ja, okay. Er ist sehr exzentrisch. Also er hatte es nicht leicht als Künstler. Können wir es einfach darauf da zusammenfassen? Oh, der hat irgendeine Krankheit. Schließlich ist der Körper lediglich ein Werkzeug für den Geist. Also das stelle ich mir aber auch als Künstler schwierig vor, wenn du krankheitsbedingt dann vielleicht körperlich eingeschränkt bist und dich nicht mehr so ausleben kannst, wie du möchtest. Außer es ist eine Metapher für irgendwas, das kann natürlich auch sein. Aber er hat es auf jeden Fall nicht leicht gehabt mit seiner Kunst. Deswegen kann ich umso mehr verstehen, dass er hier jetzt auf jeden Fall eine Ausstellung auf die Beine stellen möchte. Diesmal wird es anders sein. Ein Mahlstrom aus künstlerischem Feingefühl, allen menschlichen Gesetzen zum Trotz zusammengewürfelt. Um diese wichtigste Botschaft der Transzendenz durch Schönheit zu verkünden. Ich feuer dich an. Eigentlich will ich dir nur was zu essen geben, aber ich kann auch meinetwegen erst Kurs setzen. Ist auch okay. Hier hätten wir diese Dinger. Ich fahre jetzt aber erstmal einmal hierhin. Weil das so ziemlich die nächste Insel ist. Also ich hatte den Onkel, habe ich versorgt. Gustav ist gerade beschäftigt. Da oben ist noch Giovanni. Schön, dass ich mich dazu setzen kann. Wollte dir eigentlich was zu essen geben. Heute kannst du wieder Fisch essen. Mhm. Weil hier sollen ja alle gut versorgt sein. Ich dachte, du gehst bei Kunstfragen eher zu Jan. Ja, und dann haben wir wieder unsere Diskussion, ob es gelb oder orange ist. Nee, nee, du. Welche Farbe? Fanta. Gelb. Okay. Fanta Mandarin ist nur orange. Orange ist gelb. Es scheint winterharte Sonnenblumen zu geben, aber die sind nicht so groß wie die normalen. Das wäre ja nicht schlimm, weil die normalen sind teilweise echt groß.
Danke fürs Nachgucken. Dann werde ich mich bestimmt mal informieren. Ah, da steht Bruce und Mickey. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie fütter ich jetzt Bruce oder fütter ich Mickey? Möchtest du ein bisschen Obst? Hm, das Zeug hier ist viel zu einfach. Ach, du willst irgendwas auch. Also ich muss sagen, Mickey mag ich. Ich weiß nicht, ich finde, Mickey sieht aus wie der richtige Good Boy. Er gibt mir richtig Good Boy Energy. Aber der kleine Vogel da ist schon so eine kleine Kackbratze, oder? Ich bin mir sicher, mein Obst hätte ihm auch geschmeckt. Da sind, glaube ich, zwei Sachen drin. Mag nicht essen mit nur einer Zutat. Stimmungseffekt. Sagt fiese Dinge. Okay. Ah, ich bin im Old Central District angekommen. Warum sieht hier alles einfach aus wie wirkliche Städte? Das finde ich ja interessant. Mir fehlt jetzt noch Astrid, ne? Astrid und Gustav theoretisch, aber der war ja beschäftigt. Na gut. Dann gehen wir erstmal an Land und gucken weiter. Ich will Unterhaltung zwischen Gustav und Juske haben, um Gottes Willen. Ich glaube, Mickey hätte sich nicht mal beschwert, wenn es ihm nicht geschmeckt hätte. Ich glaub's auch. Warum spielt hier einfach so, keine Ahnung, Hawaii-Musik? Aber es sieht einfach aus wie Gelsenkirchen. Ich bin irritiert. Ich sehe Leuten immer direkt in die Augen. So weiß ich, ob sie ehrlich sind. Das ist das Geheimnis hinter meinem Erfolg. Den Leuten in die Augen sehen. Da hättest du bei mir echte Probleme. Ich hasse Augenkontakt, der mehr als 3 Sekunden dauert. Ich kann das nicht. Ah ja. Schatz, wo ist dieser Mann nur? Du bist die Lieferantin. Nein. Bist du einfach nur eine Autogrammjägerin? Nein. Wer könntest du also sein? Larry Salzberg dreht einen neuen Thriller. Meine Güte, was für ein Zufall. Ich musste erst kürzlich an ihn denken. Schatz, hast du das gehört? Wo ist er nur? Er war doch gerade noch hier. Also, wenn es für Larry ist, sag ich sofort zu. Er möchte, dass ich in dem Film mitspiele, oder? Bestimmt. Du wirst es nicht bereuen. Ich werde mein Bestes geben. Gute Neuigkeiten und gerade an meinem Umzugstag. Ich sollte öfter umziehen. Ganz dicht ist die Held irgendwie auch nicht, ne? Aber okay. Wo ist denn der äußere Rand? Hier, okay. Bleiben Sie stehen. Hier in der Nähe gibt es ein Café. Ich hoffe, es ist nicht der Müllcontainer da drüben. Ich kann dort nicht mehr hingehen. Ich schäme mich zu sehr, dort wieder aufzutauchen. Ich habe den Schlüssel zur Toilette gestohlen. Und wenn ich gestohlen sage, meine ich gestohlen. Ich habe ihn absichtlich eingesteckt. Ich wollte nicht, dass der Mann neben mir die Toilette benutzt. Er hat viel zu laut geschmatzt und geschlürft. Ich muss wohl ein anderes Café suchen. Also sie wollte, dass er sich in die Hose scheißt. Okay. Gut. Ich wohne in dem Gebäude dort. Es ist ziemlich schick. Das konntest du sicher an meiner Frisur ablesen. Welche Frisur? Es ist kein Haarschnitt für ein paar Kröten. Dafür war ich in einem weltberühmten Haarsalon. Das war ziemlich teuer. Ich habe die ganze Welt bereist, um mir fantastische Frisuren schneiden zu lassen. Sie waren es alle wert. Jeder wie er mag. Wie asozial. Schon. Ah, hier ist zu, okay. Dich hatte ich ja gerade. Hier ist auch zu. Mhm. Hier ist auch zu. Okay. Wie komme ich am besten an das Kabel dran? Kann hier leider auch nicht stehen. Ach, wahrscheinlich hier mit der Abprallfähigkeit. Da oben auf die Klimaanlage, beziehungsweise auf die Dingsi hier.
2? Geht das auch so? Hm, schwierig. Also alle Türen sind irgendwie zu. Und ich müsste irgendwie weiter nach oben kommen. Oh Gott, es ist dunkel hier drin geworden. Ich muss mir das aber gerade trotzdem mal notieren. Bei den South Point Docks gab es ja auch noch was zum Abprallen. Und wir sind jetzt hier hingefahren, ne? Zum irgendwas mit Old District. Da ist auch was zum Abprallen. Weil ich glaube, ohne die Fähigkeit komme ich hier nicht hoch. Habe ich so das Gefühl. Oder vielleicht würde ich hochkommen, aber ich sehe es jetzt einfach nicht. Aber es kann, glaube ich, nicht schaden, die Fähigkeit zu haben. Dann ist das nächste, glaube ich, Oxbury, meine ich. Diese größere Insel, die wir noch freigeschaltet haben. Oh, da unten ist ein neuer Drache. Was bist du denn für einer? Der Silberdrache. Okay. Würde aber... Ach, es ist ein Meteorschauer. Oh, das ist gar nicht das Gleiche. Oh, I see. Oh. Ich fahre jetzt aber erstmal nach Oxbury, denke ich. Und dann können wir da unten mal weiter gucken. Dann fahre ich mal in den Meteoritenschauer rein und gucke mal, was passiert. Ich glaube, dass ich da noch ankommen werde, aber man kann sich ja schon mal auf den Weg machen. Sicher, dass das nicht Duisburg ist? Warum spricht es sich eigentlich Duisburg aus? Bei der Schreibweise. Oh, ich habe einen Brief bekommen. Hallöchen, Zuckerschote. Könntest du mich bei Gelegenheit bitte in meiner Wohnung in Oxbury besuchen kommen? Ich muss dich ein paar Dinge fragen. Beth. Wer ist Beth? Weiß ich nicht, aber da wollte ich sowieso bald mal hin. Bin ich eigentlich schon angekommen? Ist zumindest dunkel geworden. Es ist zumindest irgendwas passiert. Hört sich auf jeden Fall auch ganz hübsch an. Ach, es ist das von Giovanni, weil ich wollte gerade sagen, ihr habt ja wahrscheinlich dieses andere, wo ich hin soll. Ich glaub's ja nicht. Das ist fabelhaft. Erdschnüsschen, sperr die Augen auf. Das ist ein Meteorschauer. Ist er nicht prachtvoll? Und auch nur ein klein wenig gefährlich. Ja, natürlich könnte man einen Arm oder auch ein Bein verlieren. Aber es ist eine solche Wunde schon im Vergleich zu dieser Herrlichkeit. Was sind körperliche Schmerzen im Vergleich zu diesem Nervenkitzel? Und außerdem könnten dabei ein paar Kometenstücke für dich rausspringen. Ist das nicht wundervoll? Also was meinst du? Hab keine Angst, werde dich aus sicherem Abstand beobachten. Mhm. Man kann schließlich nicht vorsichtig genug sein, oder? Viel Spaß! Aber was muss ich tun? Ja. Die Dinger einsammeln? Happy New Year! Das hört sich echt einfach an wie Silvester. Und es sieht auch aus wie Silvester. Ich weiß ja nicht, ob meine armen Schafe das so gut finden, die Geräuschkulisse, aber okay. Aber schön, dass sie halt schon auch verschiedene Minispiele gemacht haben, irgendwie. Aber die vom Prinzip her sehr ähnlich sind. Weil es hier ja zum Beispiel auch eher darum geht, einfach Sachen einzusammeln. Aber trotzdem hat jeder so ein bisschen seinen
sein eigenes, was ich auch ganz schön finde. Geht auch ganz schön lange. Sind wir fertig? Ich glaube, jetzt sind wir eventuell fertig. Das sah aber echt schön aus. Sah schön aus, hatte schöne Musik. Wir haben, glaube ich, zumindest so ein kleines bisschen was an Stuff einsammeln können. Kann im Keller zu Joghurt vergoren werden. Im Keller! Also nicht, ich habe keinen Keller, aber okay. Ach hier, 18 Kometenstücke immerhin. Kann man mal machen. Und ein bisschen Asche haben wir sogar auch schon gefunden. Nice. Du warst großartig. Ich weiß, dass es albern klingt, aber brenzlige Situationen fand ich schon immer klasse. Die Lichter, der Lärm, der Adrenalinschub. Ziemlich cool, das musst du doch zugeben, oder? Herumzurennen, ohne zu wissen, ob man in einer Minute noch atmen wird? Nicht so mein Hobby. So ist es richtig. Ich wusste doch, dass du es in dir hast. Du bist ein Naturtalent. Ich hab dich so lieb, dass ich dich auffressen könnte. Und jetzt ruck an die Arbeit, du kleiner Schlingel. Also, bin mir nicht sicher, ob Giovanni und ich Freunde werden. Aber okay. Stay hydrated klingt gut. Ja, so das Minispiel fand ich eigentlich ganz angenehm, im Gegensatz zu allen Minispielen mit diesem Drachen. Was können wir denn mal kochen? Ein paar Muscheln? Hier, ein bisschen Sellerie. Es klingt richtig widerwärtig, aber naja. Ist ja... Wobei, es ist für Mickey. Für Mickey will ich eigentlich schon was Vernünftiges kochen. Aber nicht für Bruce. Wovon lebt der eigentlich? Man weiß es nicht. Vom Schiff schubsen. Aber ich meine, letztendlich müssen sie natürlich auch schauen, dass sie verschiedene Charaktere einbauen. Ne? Also es wäre halt schon auch irgendwie langweilig, wenn alle Charaktere vom Charakter her gleich wären. Ne? Also ich glaube, du hast zum Beispiel so Gwen, die halt einfach... Ich glaube, Gwen mag man einfach. Die ist halt sehr umgänglich irgendwie. Und dann hast du natürlich aber auch mal so Charaktere wie Gustav, die ein bisschen exzentrischer sind. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Oder Summer war ja auch ein bisschen ausgefallener, sag ich mal, ne? Ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und genauso, wenn ich jetzt auch mir Giovanni zum Beispiel angucke. Das ist halt, manche Leute finden solche Charaktere richtig witzig und cool. Und andere Leute denken sich so, um Gottes Willen. Aber es ist ja eigentlich auch schön, dass man da so viel Abwechslung hat. Ja gut, dann kann ich ja eigentlich bis zum Morgen auch wieder schlafen gehen. Wait. Ich wollte schlafen. Nicht weiterfahren. Denke, ich werde jetzt auch wirklich erstmal so viel wie möglich hier erkunden. Einfach auch, um halt möglichst viele Materialien zu sammeln. Und dann kann ich immer noch gucken, was ich aufwerten kann. Bin froh, dass ich fast alle Seelen mochte, aber Bruce und Giovanni konnte ich nie leiden. Sehe ich. Maulbeersamen. Also ich glaube, mit Giovanni kann ich noch halbwegs gut umgehen, weil ich mir denke, ach ja, den muss man ja nicht so ernst nehmen und so. Lass ihn mal labern. Aber ja, Bruce ist ein bisschen anstrengend. Ich finde das so lustig, wie er einfach immer random durchs Bild schwebt. Als hätte er sonst nichts zu tun. Also ich glaube, bis dato mag ich halt echt Alice noch am liebsten. Die war einfach so lieb. Guten Morgen. Wie wär's mit einem Kaffee? Aber keine Umarmung. Na gut. Du bist bei dir zu Hause. Guten Morgen. Wie wäre es mit, keine Ahnung, bisschen Schalentier?
Bin ja echt mal gespannt, wann der Onkel geht. Bin mir sicher, dass er der Nächste sein wird, weil er auch schon so lange mit am Start ist. Oxbury. Auch wieder eine sehr eindrucksvolle Skyline. Guten Morgen, Gustav. Du verhungerst. Ich mach kein Drama, du machst ein Drama. Mark? Gewöhnungsbedürftig und exotisches Essen. Paella? Okay, das ist in Ordnung. Ich finde, Daffodil, die sieht in Schwarz richtig stylisch aus. Was ist jetzt ihr Problem? Weiß ich nicht. So, wo sind denn die anderen beiden noch? Ja, Giovanni einfach immer am Pennen? Okay. Dem muss ich sein Essen immer vorbeibringen. Was hattest du nochmal? Mag Anregendes, mag nicht Kohlenhydrate. Okay. Anregend. Was ist denn außer Kaffee irgendwie noch anregend? Das war scheinbar in Ordnung. Vor allem, inwiefern anregend? Verdauungsanregend? Haben wir eigentlich eine Toilette an Bord? Ah, da! Wo landet ihr? Ja, ja. Unten? Oh, nicht so weit unten. Guten Morgen. Noch umgedreht. Ja, da fahren wir noch hin. Ich wollte euch eigentlich Frühstück geben. Beziehungsweise, was hatten wir hier nochmal? Mag kein Essen, nur mit einer Zutat. Was ist denn mit Getreidesalat? Das war scheinbar okay. Kann ich ihn... Ah! Der Vogel umarmt auch. Das ist schon ein bisschen süß. Erzähl niemanden davon. Okay, dann sind das mal alle wieder versorgt. Das ist schon ein bisschen cute, das stimmt. Aber apropos füttern. Ich habe da noch so ein paar Meerschweinchen, die ich auch gleich füttern muss. Es ist ja wieder 17 Uhr. Und ich habe heute extra nicht vorher gefüttert. Also ich mache das immer ganz gerne, dass ich vorm Stream halt schon füttere, wenn ich um 16 Uhr anfange, dass ich mir den Stream nicht crashen. Aber da wir ja Akechi aktuell mehrfach am Tag auch nochmal rausnehmen, um ihn nochmal extra zu füttern, damit er ein bisschen Gewicht zulegt, versuche ich mich auch so gut es geht an die normalen Zeiten zu halten, weil er kann ja nicht ununterbrochen essen, er muss ja auch erstmal wieder verdauen. Deswegen würde ich hier, glaube ich, mal einmal kurz eine schnelle Pinkel- und Meerschweinchenpause machen. Und dann können wir die Insel danach erkunden. Und doch mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall noch gut was zu tun. Viel erkunden, viele Missionen. Wir haben jetzt aber 5 Charaktere. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder einen loswerden. Mal gucken. Und das Wichtigste, das gegrillte Hähnchen. Dass wir das vielleicht endlich mal kriegen. So. Dann schauen wir uns Schäfchen doch mal ein bisschen auf der Insel um. Ich glaube, die ist auch noch ein bisschen größer und wir hatten hier, glaube ich, auch noch eine Sidequest. Geh uns aus dem Weg, du! Das ist unsere Stadt! Wir sind die Dice Boys. Und wenn wir rollen, dann aber so richtig. Nichts. Du hast doch nie von den Dice Boys gehört? Welche 3 Leute aus dem Chat sind das denn jetzt wohl? Bitte um Vorschläge. Das kann doch nicht sein. Die Straße ist schon seit Jahren unsere Bühne. Wir verbreiten die Botschaft. Expandieren mit unserer Marke. Vielleicht hast du unsere Namen nicht richtig verstanden. Wir sind die Dice Boys. Verdreh die Wörter nicht. Wir sind Tag und Nacht hier draußen. Und rappen. Singen Reime ins Mikrofon, treffen immer den richtigen Ton. Wir brechen dein Genick, das ist ein toller Trick. Nix? Wow,
Da hast du bisher wohl hinter dem Mond gelebt. Hör zu, um deinen erbarmungswürdigen Mangel an Kultur wieder gut zu machen, kannst du uns einen Gefallen tun. Hier sind ein paar Exemplare unserer neuen Platte, Warning Sacred Dog. Verteile sie einfach an unsere Mitglieder unseres Straßenteams. Keine Sorge, das sollte nicht lange dauern. Hier, schreib dir das auf, damit du es nicht vergisst. Der Würfel rollt immer, der Preis sinkt nie und nimmer. Komm in die Gänge, verteil die Platten. Hilfe? Ali, Woggle und Alex, ich sehe schon. Und Domme ist unser Backup-Dancer. Ich hätte hier einfach nicht lang gehen sollen. Aber naja. Gestern war es heiß. Und heute ist es auch heiß. Ich bin total verschwitzt. Aber ich weiß, was da los ist. Du weißt, dass sie das Wetter kontrollieren können. Aber weißt du, was sie nicht kontrollieren können? Mich. Ich glaube, ich werde ein Bad nehmen. Okay. Und hier ist zu, aber ich könnte ja zumindest dahin springen. Man sieht sich. Okay. Schöner Tag heute, nicht wahr? Vielleicht bleibe ich Tag und Nacht draußen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Wohnung verloren habe. Ich lebe nun mal gern auf der Straße. Nicht wörtlich auf der Straße, natürlich. Ich verbringe einfach nur gerne Zeit in den Straßen. Diese Stadt. Was für ein Ort. Das klingt irgendwie sad. Verdammt. Ich habe 2 Groschen in der Tasche. Aber ich komme nicht ran. Die stecken ganz unten fest. Ich kann hören, wie sie sich amüsieren. Wie sie gegeneinander schlagen. Ich höre euch, ihr kupfernden Miststücke. Ruhe! Hörst du sie? Was sie wohl sagen? Ich mache sich über mein Hemd lustig. Ich mag dieses Hemd. Ich brauche meine Ruhe. Ich möchte nicht von meinem Kleingeld runtergemacht werden. Hilfe? I don't even. Aber Paralyzed, danke schön, dass du Melly und Sophie jeweils einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir, danke schön. Magst du Limonade? Na klar doch. Sie ist süß, erfrischend und gesund. Außerdem auch frisch gepresst. Nichts als Zitronen für reinen Limonadengenuss. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Angebot. Hättest du Interesse an einer Art Sommerjob? Lass mich erklären. Damit unser Geschäft rund läuft, brauchen wir mehr Zitronen. Die Nachfrage hier im Städtchen ist einfach zu groß. An den South Point Docks gibt es diesen Lieferanten. Er hat meine Lieferung Zitronen. Frisch vom Baum. Man kann die Frische bis hierher hören. Das Problem ist, dass der Zoll die Lieferung beschlagnahmt hat. Kuru hasst diesen Trick. Wenn du hingehen und sie mir bringen könntest. Nun, das würde mir den Hals retten. Buchstäblich. Beeil dich, wir müssen die Nachfrage befriedigen. Ich liebe Zitronen einfach über alles. Okay. Oh, hier kann ich sogar wirklich rein. Oh, hallo? Kann ich dir etwas bringen? Du suchst jemanden? Einen berühmten Holzarbeiter? Tu ich das? Oh, klar, natürlich, du meinst meinen Freund. Oder sollte ich lieber Ex-Freund sagen? Ich habe ihn rausgeworfen. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Wir haben länger nicht miteinander geredet. Ich weiß also nicht genau, wo er sein könnte. Aber so wie ich ihn kenne, hängt er wahrscheinlich einfach nur irgendwo in einem Park herum. Einer seiner Lieblingsplätze ist im Ambertown Park. Er hat nie besonders viel getan. Wie viele Quests wir hier einfach kriegen. Okay. Aber ich denke auch mal, die Leute, die hier nur im Vorbeigehen unterwegs sind, die werden wahrscheinlich einfach nur random Texte haben auch. Okay. Er hat Haare. Er hat ein rundes Gesicht. Seine Augen sind grün. Auf wen von euch trifft das jetzt zu? Nein, warte. Vielleicht braun. Bei seinen Augen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mich anrufen könntest, wenn du ihn findest. Aber ohne sein Bild ist das nahezu unmöglich. Mit dieser Einstellung werde ich meinen Bruder so schnell wohl nicht finden. Okay.
Gut. Kann ich da irgendwie die Treppe eigentlich hoch?